Hallihallo, ich bin's. Ich habe gesagt, ich melde mich. Ich habe es heute leider nicht früher geschafft mit dem ganzen Theater, was ich heute hatte. Und deswegen melde ich mich jetzt. Also wir machen jetzt mit Neonpasten, weil ich ja das versprochen hatte. Und dazu zeige ich euch nochmal, das sind die Farben. Das ist das Grün und das Magenta, das Lila. Dann habt ihr hier so ein helles Gelb und so ein Blau. Das Orange habe ich jetzt nicht da. Dann habt ihr das so Dunkelgelb und ein schönes Pink. Und ich hatte jetzt schon vorbereitet, um euch das zu zeigen, wie das ausschauen würde auf so Kärtchen. Und das ist jetzt auf dem Schwarz. Und da habe ich es etwas dicker gelassen, dass ihr das besser sehen könnt. So, das war jetzt mal so vorbereitet. Man kann da jetzt zum Beispiel auch irgendwie was mit Blümchen drauf machen. Habe ich was da? Jetzt nur als Beispiel. Also es ist eine kleine Blume. Könnte man natürlich jetzt eine große drauf tun. Einen kleinen Spruch noch mit dazu. Dann hättet ihr eine schöne Karte. Jetzt mal als Beispiel gezeigt. Ich habe ja vorhin bei Facebook meine Tassen gespiegelt und das gezeigt. Deswegen habe ich die Blumen raus, damit ich nicht irgendwo, irgendwann meine Bilder mal wieder im Internet finde. Und ich wollte jetzt diese Pasten auf Schwarz zeigen und auch auf Weiß, wie die rauskommen. Und deswegen habe ich mir jetzt so einen dicken schwarzen Cardstock gemacht. Und dann habe ich noch mir so Text schon mal, das brauchen wir jetzt nicht, so Text zugeschnitten, damit wir was da haben, damit ich euch das zeigen kann und ich hier nicht die ganze Zeit wegrennen muss. Dann lege ich das kurz auf die Seite. Bin heute nicht so ganz fit. Wie gesagt, etwas Stress gehabt. Das wollte ich auch zeigen. Wir haben so mit Alkoholink Text gemacht. Und da kann man super toll dann so Blümchen draufkleben. Ich wollte da Schneeglöckchen drauf machen. Fand ich so mit Grün und Gelb den Hintergrund ganz witzig. Lege ich kurz weg. Dann fangen wir an. Hier erst mich sortieren. Alles hingeschmissen habe. So, und ich habe jetzt zum Beispiel hier, ich habe ja gesagt, ihr kriegt ab sofort auch ganz viele unterschiedliche Prägefolien. Das ist ein uraltes Set, was ich noch habe. Deswegen habe ich die Tassen heute ausgepackt, weil ich gefragt wurde, ist da, wie könnte man denn das machen mit Spiegeln? Und von Spellbinder kommt zum Beispiel hier dieser Tulpenprägefolder. Da gibt es dann den Stencil, den ich letztes Mal gezeigt hatte. Haben wir heute Nachmittag kurz vorbereitet. Das würde dann so ausschauen mit dem Stencil. Wollte ich nur kurz zeigen. Das werden wir auch die nächsten Tage nochmal zeigen. Finde ich ganz interessant. Und dann kommen von Altnew auch wieder. Es sind welche im Shop und es kommen noch welche Prägefolder. Und zwar hier so mit den Daisies, die finde ich cool, kann man jetzt für den Frühling hernehmen oder auch so Blümchen. Und da wollte ich eben jetzt zeigen, was man machen könnte mit der Neonfarbe. Lege ich kurz weg, ich muss nur aufpassen, dass ich meinen Computer nicht plötzlich ausschalte, weil der spinnt auch. So, also ihr könnt jetzt die Neonfarbe hernehmen. Ich würde jetzt Pink und Gelb mischen, finde ich ganz witzig. Jetzt zeige ich euch das Pink. Das würde so ausschauen. Und ihr wisst ja, ich arbeite immer ganz gern mit Fingern. Und deswegen gehe ich jetzt hier in die Pink rein. Und mache mir jetzt hier. Also ich nehme meinen Prägefolder oder das Geprägte so rum auf der linken Seite. Und gebe jetzt die Neonpaste da drauf. Gehe ich immer ein bisschen so ganz leicht den Finger rein. Hintergrund hört er meine Hunde, die sind heute auch gespinnert. Dazu kommt dann noch das tolle Wetter, was wir jetzt wieder haben. Am Wochenende 27 Grad, heute hat es bei uns gerade mal
7 Grad gehabt und ein eisig kalter Wind. Bedeutet, wir können mal wieder nicht rausgehen. Naja, ich habe ja nicht damit gerechnet, dass es nochmal so kalt wird, aber man wird oft eines Besseren belehrt. Und ich finde, für die Echinacea oder für die Daisies, die Farbe, das Yellow von den Neonfarben, super cool, weil das so gelb-orange gemischt ist. Gehe ich auch wieder mit dem Finger rein. Und dann gehe ich da in die Blüten und verteile mir das. Rundherum. Dauert jetzt ein bisschen, müsste mal zuschauen. Kann man natürlich auch ein Schwämmchen nehmen, aber ihr wisst, ich batzel immer gern rum. Darum mache ich das jetzt so. Ja, gleich darüber gehen. Honey. Ja, bis zu der Knospe vor. Da ein bisschen rein. Könnt ihr auch mischeln. Aber ich finde, das Neon auf Weiß schaut auch cool aus. Hat irgendwie auch was. Darüber. Mich würde es ja mal interessieren, wie ihr, weil ich habe ja jetzt schon ganz vielen die neuen Stempel von Versafine geschickt, die tollen neuen Farben. Mich würde es mal interessieren, wie euch die Farben gefallen und was ihr damit schon gemacht habt, wenn ihr es ausprobiert habt. Und vielleicht könnt ihr ja dann unter dem Video entweder was hinschreiben oder in Facebook in der Gruppe. Würde ich mich echt freuen, wie euch die Farben gefallen. Also die, was ich gerade gezeigt habe, die Tulpen. Hier, das ist alles mit den, bis auf das Gelb, alles mit den neuen Farben gemacht. Nur mal jetzt als Beispiel gezeigt. Und dann habt ihr ja noch die 24 alten Farben. Könnt ihr schön mischeln. Verblenden, Stencils nehmen, wie ihr lustig seid. Wenn wir da drüber gehen, da haben wir ein paar Blüten vergessen. Darüber. Vielleicht kommen ja irgendwann nochmal Farben von Versaclear, Versafineclear. Weil von Tim Holz gibt es ja auch über 60 Farben. Denke schon, dass die da noch ein paar Gelbtöne oder Grün haben wir jetzt. Oder Rottöne. Wären auch schön, wenn da noch mehr kommt. Wer weiß, keine Ahnung. Finde ich aber spannend. Von denen ist jetzt sozusagen ewig nichts gekommen. Und ich hatte ja bei Facebook auch das eine Beispiel gepostet mit den Refills, die ich ja auch habe, zu den neuen Farben. Die können das super toll auch mit Alkohol mischen, besprühen. Und dann eben Hintergründe machen, eignet sich ganz, ganz toll. Habe ich hier auf die Glasplatte entweder das Stempelkissen genommen oder den Refill und dann mit Alkohol besprüht und dann habe ich meinen Cardstock reingeditscht. Kriegt da super coole Hintergründe. Ja, mal schon so drüber. Rundherum. So, haben wir alles hier. Würde jetzt mal bis jetzt mit dem Neon so ausschauen. Hat so das, dieses Orange-Gelbe hat auch so ein bisschen Stich ins Goldene. Hat man auch auf dem schwarzen Grad gesehen. Also finde ich auch eine tolle Farbe. Jetzt nehmen wir noch für die Stängel das Grün.
So ein bisschen drüber für die Blätter. Da ist ein Blatt. Hier so drüber. Da ist ein Stück vom Stängel. Hier so rüber. Da noch so runter. Ein bisschen mehr. So. Sticht natürlich jetzt, weil es Neon ist. Auf Schwarz wird es auch stechen. Jetzt brauchen wir, zeig's noch mal. Hätte auch was, könnte halbieren und dann als Karte auch machen und einen Spruch dazu. Ich mache jetzt was anderes. Jetzt nehme ich einen Föhn ganz kurz, wird ganz kurz laut. So, jetzt schauen wir, ob es auch trocken ist. Was ich hoffe. Gehen wir mit der Hand drüber. Da oben. Ja, das dachte ich mir, das ist zu dick geworden. Das ist trocken. Schnell drüber. Mit dem Tuch. Und die Blase da weg. Jetzt zum Beispiel nochmal andrücken hier. Unten ist noch grün gewesen. Nochmal drüber. Okay. Und jetzt würde ich mein schwarzes Stempelkissen nehmen und gehe da, wenn ich mit meinem Stuhl wieder am Schreibtisch bin, über meinen Hintergrund. So wie ich es auch schon mal gezeigt habe. Das so drüber. Und danach stempelt das Kissen pink und gelb und rot und grün. Da unten noch entlang. Da hinten nochmal. Und hier so ein bisschen drüber. Und dann habt ihr einen schönen Hintergrund mit euren Neons. Könnt ihr jetzt embossen, ich habe jetzt kein Embossing-Pulver da, könnt ihr embossen, dann habt ihr Black Ice zum Beispiel. Oder aber ihr habt einfach nur diesen schwarzen Hintergrund mit den Blumen. Ich finde es ganz witzig. So, und dann haben wir ja... Hatte ich ja gestern das Video gemacht, muss ich schnell umräumen, mit den neuen Stencils. Die habe ich hier liegen, hole ich schnell. Habe ich ja auch schon im Shop. Da könnt ihr euch aussuchen, welchen Stencil ihr benutzen wollt. Jetzt mit den Pasten, nur dass ihr es seht. Ich schaue, ich würde jetzt sogar den nehmen. Nehmen wir so einen schwarzen Hintergrund dann. Schauen, wo es aufgeht. Ich finde die Stencils haben was. Und ich würde mich eben wie gesagt freuen, wenn ihr Beispiele postet. Nehmen wir den Stencil.
könnt ihr ja danach, also ich habe jetzt extra eins etwas größer gelassen von dem schwarzen Cardstock. Ihr könnt euch das zuschneiden. Der Vernebler. Oder in die Mitte setzen, wie ihr lustig seid. Ich setze jetzt mal kurz in die Mitte. Das schnell so ein bisschen an den Rand. Klebe mir das fest. Schwuppdiwupp. Einmal links und rechts festgeklebt. Und dann könnt ihr euch überlegen, welche Farben ihr benutzen wollt. Ist ja euch überlassen. Und dann braucht ihr so einen Spatel. Ich nehme immer ganz gern die dünnen, weil da kommt man besser in diese Pöttchen rein. Dann überlegt ihr euch, welche Farben ihr nehmt. Ich würde jetzt zum Beispiel mal das Gelb nehmen. Und mir einen Klecks da nehmen. Und mache mir den da oben hin. Wieder weg. Zu Gelb passt ja oft auch Pink. Nehmen wir ein bisschen Pink dazu. Auch wieder da oben hin. Rest tun wir wieder rein. Dann können wir das wieder abputzen. Dann würde ich zu dem Pink ein bisschen Blau nehmen. Und dann das Grün. Ich glaube, das wird eine schöne Kombi. Hätte da oder hätte man auch das Dunkle, das Magenta nehmen können. Wie auch immer, ich habe jetzt die, dass ihr die Farben mal seht. Ja, noch das Grün dazu. Auch dahin. Rest wieder in die Packung. Und die Neonpasten sind wie alle Luna-Pasten alle wasserlöslich. Das heißt, ihr kriegt die auch von dem Stencil nachher mit Wasser wieder runter. Ist alles kein Thema. Zur Seite legen. Was ihr braucht, das habe ich auch im Shop, ist so ein Spatel. Da geht ihr jetzt einfach oben, da wo ihr die Pünktchen gesetzt habt, mit dem Spatel drauf, setzt euch den an und zieht es runter. Hier nochmal drüber gehen. Runterziehen. Ich habe jetzt zu wenig hergenommen, ich war wieder zu geizig, wie ihr seht. Nehmen wir nochmal ein bisschen drauf. Wir haben ja genug, aber ich nehme nie gern zu viel. Lieber tue ich nach. Also tun wir nochmal drüber. Den Spatel nochmal zur Seite. War, da unten sieht man es zu wenig. Deswegen tun wir jetzt nochmal was drauf. Schwupp. Müsste man jetzt nochmal zuschauen. Immer noch mal anders hoch, weil ich habe jetzt schon die Farbe an den Fingern. Mir macht es zwar nichts, aber es ist immer schade, wenn man dann da drauf langt und das alles verschmiert. Nehmen wir uns nochmal Feuchttuch. Alles gut, Belly? Blau. Noch mal ein bisschen nach. Auch genug haben, hat man die Pink. Das Knurren ist Honey, der passt wieder irgendwas nicht. Aha, Lucky, lass Honey in Ruhe, sonst kommt Frauchen. Und das Gelb. Das Gelb hat auch was. Dieses helle Gelb finde ich auch witzig. So, tun wir da noch drauf. Der Rest wieder weg. Dann hoffen wir, dass wir genug haben. Aber lieber zweimal als dann gräuslich. Und jetzt wollte ich das schon zeigen. Ich mache das jetzt kurz weg.
Der geht einfach mit Wasser da drauf. Ich habe jetzt das Feuchttuch. Und dann habt das wieder sauber. Und wie gesagt, es ist auch unter Simon Hörle bei mir im Shop. Könnt ihr die Spatel auch kaufen. Sind immer 2 Stück im Pack. Gehen wir nochmal drauf. Setzen wir nochmal an. Jetzt. Schwuppdiwupp. Dann haltet ihr jetzt zum Beispiel hier noch was drauf. Dann könnt ihr hier so eine Karte nehmen. Geht mit dem Spatel einfach auf die Karte. Haltet die oben fest. Dann habt ihr sozusagen gleich noch einen Hintergrund. Könnt ihr hier das Gelb nochmal hinmachen. Da haben wir noch was drauf. Das Pink. Und dann könnt ihr es wieder runternehmen. Und der Spatel ist sauber. Und dann habt ihr gleich im Endeffekt 2 Hintergründe. Und dann habt ihr 2 Karten, die ihr dann gestalten könnt. Würde jetzt so ausschauen. Will ich jetzt noch zuschneiden. Wie gesagt, irgendeine Blume noch mit drauf oder irgendwas anderes, was euch gefällt. Und dann habt ihr einen schönen Hintergrund. Klappt mal schnell zu. Holen wir den Stencil. Ziehe ich jetzt ab. Gehe da gleich so rum, dann machen wir es so rum. Deswegen habe ich mir jetzt das Papier dahin gelegt, weil ich tue es nachher sauber machen. Und das würde jetzt mit den Neonfarben so ausschauen. Das lasst ihr dann trocknen. Dann habt ihr nochmal, da habe ich jetzt reingelangt, einen schönen Hintergrund. Also das könnt ihr zum Beispiel machen. Und da habt ihr auch dann auch Hintergründe, die nicht jeder hat. Ich finde, die haben was. Meine Finger auch. Oh Mann. Schnell sauber machen. Oder, also ihr könnt mit Stencil zum Beispiel, wie gerade gezeigt, oder aber ihr sagt, ihr wollt keinen Stencil nehmen, sondern ihr nehmt lieber einen Hintergrundstempel. Habe ich ja auch im Shop. Nehmt einen Hintergrundstempel. Holt ihr euch raus. Ich glaube, die Schriften sind weg. Aber alles andere, Hintergrundstempel, ist noch anwesend. Tun wir den mal ordentlich da drauf. Schaue ich nur hier hin und her, wo ich meine Sachen hingelegt habe. Ich bin absolut daneben. Wo habe ich jetzt meine Tags und alles? Jetzt geht's los. Hokus pokus, alles weg. Da ist das Stencil. Wer sagt mir, wo ich es hingelegt habe? Gibt's ja nicht. Alles hergelegt, alles hergezeigt und jetzt finde ich es nicht mehr. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Da unten liegt es. Sag doch. Hier hext jemand. So, also habe ich schon vorher ausgestanzt, damit ich jetzt das gleich zeigen kann. Und da könnt ihr jetzt hier auf diesen Stempel auch mit eurer Neonfarbe gehen, je nachdem mit welcher ihr wollt. Ich nehme jetzt dieses Magenta, gehe da wieder so ganz vorsichtig mit dem Finger drüber. Da wir einen Tag haben, brauchen wir da nicht den ganzen Stempel. Und den könnt ihr nachher dann eben wieder mit Wasser sauber machen und dann schaut er wieder aus wie neu. Jetzt so mischen. Könnt ihr mit jedem Hintergrundstempel, ich nehme halt ganz gern diese Platten her, weil da ist einfacher. So. Haben wir ein bisschen Magenta. Finger sauber machen, dass wir es dann nicht in das Gelb reinkriegen.
Ihr könnt auch die Pink mischen. Ich nehme jetzt wieder das Gelb. Oder ihr könnt auch das Blau nehmen. Aber für Frühling finde ich das Gelb ganz schön. Nehme ich wieder das Gelb. Und gehe dann nochmal drüber. Und mische das so ganz leicht. Bis oben. Ein bisschen mehr. Ein bisschen ins Lila rein. Und dann nehmt ihr eure Sprühflasche. Finger wieder sauber. Ja, nehmt ihr kurz eure Sprühflasche. Sprüht da drauf. Überall, wo die Farbe ist. Dann nehmt ihr euren Tag, den ich ja schon vorgestanzt habe, und drückt euch das drauf. Und man sieht, ich habe gestern schon rumgespielt, darum sind meine Finger wieder schmutzig. Habe ich noch nicht sauber gemacht, gebe ich ehrlich zu. Schwuppdiwupp. Und dann habt ihr einen Hintergrund. Nachdem da noch Farbe drauf ist, könnt ihr gleich nochmal einen nehmen. Dann habt ihr gleich zwei Hintergründe. Ziehen wir nochmal hoch. Habt ihr zwei Hintergründe, könnt ihr zum Beispiel, weil ich wollte ja auch mit Washi-Tape arbeiten, könnt ihr jetzt dann, wenn das getrocknet ist, mit Washi-Tape dran gehen. Also jedem, wie er will. Den mache ich jetzt dann sauber, können wir ja gleich mit Feuchttuch auch drüber gehen. Und ich gehe nachher nochmal mit dem Schwämmchen drüber, mache den dann richtig sauber, die ganze Farbe dann wieder weg ist. Nur das nicht antrocknet, ja, sonst habt ihr doppelte Arbeit. Schwuppdiwupp. Dann könnt ihr das nochmal aufs Papier drücken und nachher eben sauber machen. Oder aber ihr sagt, ihr nehmt nochmal den Stencil, hole ich mir jetzt kurz her. Weg, weil das nass ist. Ziehen wir mal schnell das Tape weg. Dann könnt ihr hier, wie gesagt, ich muss meine Finger dann waschen, könnt ihr hier nochmal mit Wasser drüber das anlösen auf allen Seiten. Dann nehmt ihr wieder einen Cardstock. Ihr wisst ja, ich nehme am liebsten den von Lavinia. Hole ich mir kurz raus. Und den drücke ich mir jetzt da an. Und dann habt ihr nämlich gleich nochmal einen schönen Hintergrund. Hätte ich noch mehr machen können, noch mehr mit Wasser. Aber ihr seht das Prinzip. Das bedeutet, nochmal drüber, das anlösen, gehe ich nochmal drauf. Jetzt haben wir es bestimmt kreuz und quer. Schwuppdiwupp, das muss man mit dem, das war zu lange gewartet jetzt mit dem anderen. Auf jeden Fall habt ihr das Prinzip gesehen, ich mache dann normalerweise Wasser drüber und gehe dann mit einem Cardstock drauf. Da habt ihr jetzt einen Freiraum, da könnt ihr dann eine Blume reinsetzen. War schon zu trocken, aber ihr seht hier im Tuch, es geht sofort wieder runter. Mache ich jetzt dann mit dem Bürstchen sauber, damit das Stencil wieder ordentlich ausschaut. So, das war das, was ich euch zeigen wollte. Die einen Hintergründe mit der Schrift
Die nehme ich wieder her fürs nächste Video mit dem Washi Tape. Lasse ich aber trocknen. Was bedeutet, zeige ich euch dann morgen. Da haben wir nochmal den Hintergrund. Und das war es jetzt, ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, halt, das war's nicht. Muss ja alles zeigen, was wir gemacht haben, damit ihr es seht. Und wie gesagt, das lasse ich jetzt schön trocknen. Dann könnt ihr das zuschneiden, dann könnt ihr einen schönen Spruch draufkleben. Und dann habt ihr einen schönen Hintergrund für irgendeine Karte. So, aber das war's jetzt. Jetzt nerve ich euch nicht mehr. Wünsche euch einen schönen Abend. Bis morgen.